war dann, glaube ich, der anscheinend der falsche Weg, oder? Ich weiß es nicht. Oh nein, nicht so zwei Kisten, ey. Nicht solche zwei Kisten, ey. Das ist doch nicht wahr. Da muss ich denn. Weil, wenn die zweimal zu zweifel stark anmachen, hast du schon 400 Leben weg. Da ist er, der Erste. Hier, kriegst du auch einen. Der haut richtig, also Verzweiflungsschlag. Ein einfacher Angriff von denen, null Problem. Du hast den aber nicht einen Verzweiflungsschlag, bist du total weg. Das ist ein 2 Meter, nein, ich glaube es nicht. Okay, das hilft uns ja auch nicht weiter. Müssen uns das einfallen lassen. Furus greifen plötzlich an. Und Dankeschön. Aua. Was ist mit denen los? Die sind doch mal gar nicht so schwach, die Jungs. Ich probier's einfach mal. Ich würde Zauber. Schmor. Die Hadesense. Schmor. Und Braus. Aua. Das bewundert von mir. Und Tschüsseli. Nicht viel. Aber treffen wenigstens alle. Ah, Cengiz macht fast so viel Schaden, wenn beide angreifen hier. Mach ich lieber, glaube ich, zack. Aber wir können ja mal Clear benutzen. Und hier machen wir nochmal das hier. Au! Ah, der geht, der Schaden. Da ist er besser. Einer schon down. Der zweite steht gleich auf und ich auch. Oh. Und tschüss. Der letzte nochmal. Jawohl. Vielleicht hat Level 38 erreicht. Dann krieg ich nochmal Pünktchen. Steigert sich bei ihm einfach auch die Weisheit ziemlich hoch. Kann man da mehr reinsetzen? Kann nicht mehr gesteigert werden, schade. Und wer wird zum allmächtigen Lanzenkämpfer? Dies ist die höchste Stufe. Blitzgewitter. Oh oh. Das heißt, bei jeder. Aber wenn sie alle 38 sind, hauen sie richtig hoffentlich viel rein. So, so ein Kristall gesehen, okay. Trollbosse. Oh, da ist es gewesen. Blitzgewitter 19. Ach, du ahnst es nicht. Vielleicht so. Und hier machen wir. Ach, wir können ja den Schuss einfach machen. Oh, jetzt Blitzgewitter. Ich will es nicht wissen. Aua. Komm, Blitzgewitter. Jetzt kommt's. Sieht schon. Aua. Das tat, glaube ich, schon weh. Ich glaube, bei jeder Attacke wird das heftig für alle. Nicht genügend P. Also das ist natürlich schon heftig. Ist auch noch im Gepäck. Tja, machen wir nochmal so. Mal eine fixe Multiheilung.
ist nicht ohne die Attacke. Aua. Aber auch so tödlich. Muss erst noch Flash wiederbeleben. Also schau mal, Wiedergeburt. Zack. Damit er wenigstens die Erfahrungspunkte noch meine kriegt. Hat doch vollkommen gereicht. Und tot. Also langsam wird's hart mit den Flattern noch. Ah, 56, okay. Ist noch okay und akzeptabel. Ja, erstmal hier lang, ne? Das heißt, den ganzen Weg erstmal wieder zurückschlendern und mal schauen, ob wir noch einen anderen Weg finden. So indirekt habe ich jetzt keinen anderen gesehen. Oh, ich kann noch einmal nicht. Ach du Scheiße. Machen wir es so. Dann machen wir IP teilen. Nee. Clear können wir machen. Ach, warum Multiheilung? Ich Idiot. Hätte ich doch gar nicht machen müssen. Ja. Seht doch nichts. Treffen wir wenigstens alle. Und au. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ah, dafür muss ich jetzt mal eben das unser Team rufen. Danach können wir auch mal einen kleinen, klitzekleinen Cut machen. Oder wir machen so eine Stunde voll. Schauen wir, was dann kommt. Vielleicht gehe ich dann erst ein bisschen Geld farmen. Um halt voll equipped zu werden, was halt, glaube ich, sinnvoll ist. Bam. Der letzte noch kommen und kaputt. Oh mein Gott, die müssen jetzt noch so besiegen. Hoffentlich nicht auf Jessica, aber erst besiegt. Nice. Ich würde, glaube ich, erstmal Teleportation einsetzen. Und zwar mal zur Monster Arena. Weil eben unser eines Monster heilen können. Hallöchen. Dün. Kann man das hier? Nein, nicht gegen das eigene Team angreifen. Können wir das hier hinten machen? Na, muss ich zu ihm laufen? Zu Mr. Memory hier. Bam, 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 param, bam. Ah, die machen auch die gleiche Cutscene immer. Dankeschön. Jetzt gehen wir nochmal raus und gucken, ob ein paar Teile kommen. Sonst muss ich halt ein bisschen Money, Money, Money farmen. Weil ich würde doch schon ein bisschen mehr equipped rumlaufen. Doch immer so grundlegend immer versuche, dass ich eigentlich alle Rüstungen finde oder Teile finde und also dann erst verkaufe am Ende. Und pennen müssen wir auch. Aber Teleportation kostet ja Gott sei Dank nur einen. Da würde ich jetzt in die ins Dreieckstal gehen. Da gab es ja die wunderschönen Sachen. Ach ja. Wir laufen ja mit ihm. Dann können wir hier mal eine Runde pennen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 8800.
schon ein gutes Sümmchen, würde ich sagen. Ach, sein Lieblingstal. Da freut er sich doch immer. Dann gehen wir mal hier lang schlendern. Ja, sicher übernachten. Dankeschön. Wir haben super geschlafen. Jetzt schauen wir mal bei Waffen. Den Bogen brauche ich definitiv. 28 allein schon. Mal, wo ist denn? Da ist die Bank. Ei! 13.000 AP. 1, 2, 13.000. Haben wir schon mal 21.000 Gold, okay. Gehen wir mal bei Rüstung gucken. Wir können ja erstmal anfangen zu verkaufen. Ach ne, wir haben noch. Ich glaube, ich habe so ein Stahl-Silberschild bekommen. Schauen wir mal eben hier. Silberschild benutzen. Der senkt die Schaden durch Feuer um 20, okay. So. Da hat er 10, 10. Okay, wir können den mit dem tauschen. Ja. Und schauen wir mal. Nein, sonst wäre. Würde keinem was bringen. Und solche Sachen, dass sie halt wegkommen. Dann gucke ich leider, was ich noch umarbeiten kann, verarbeiten kann. Deswegen, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge entweder ein bisschen mehr equipped. Was macht der da? Ein bisschen mehr equipped, ein bisschen mehr Geld auf der Tasche, würde ich sagen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer FlashTutorB und tschüss!